Wenn man Menschen fragt, wann und wo, in welchen Situationen, in welchen Momenten habt ihr eure besten Einfälle, was nennen die meisten? Auto, Zug, Dusche, Bad, WC, beim Joggen, beim Sport, in der Natur. Nur 15% sagen während der Arbeitszeit. Dahinter steckt der Effekt der Neuromodulation und der Ganze beschreibt ein Phänomen. Und das müssen wir uns klar machen. Wir Menschen sind nicht in der Lage, genau und konzentriert auf der einen Seite und kreativ auf der anderen Seite gleichzeitig zu arbeiten. Und einen dicken Applaus für Nico Gundlach. Vor etwa 1,5 bis 2 Jahren hat mich einer meiner besten und engsten Freunde gefragt, ob ich bereit wäre, Trauzeuge auf seiner Hochzeit zu sein. Und nicht nur das, er hat mich auch gebeten, die Hochzeitsrede für seine Braut, für seine Gäste und ihn zu halten. An ihrem allerwichtigsten Tag. Ich habe mich natürlich tierisch drüber gefreut und habe zugesagt. Und irgendwann kam der große Tag immer näher und näher. Und dann habe ich etwas getan, was wahrscheinlich viele in meiner Situation getan hätten. Ich bin erstmal ins Internet gegangen und habe gegoogelt. Ich habe geschaut, gab es schon mal Menschen, die in einer ähnlichen Situation waren wie ich und gibt es vielleicht einen launigen Einstieg, den ich für mich adaptieren kann. Und während ich da so herumrecherchierte, bin ich auf eine total spannende Studie gestoßen aus England, die sich genau mit einem solchen Moment beschäftigt, wie wir ihn hier gerade gemeinsam erleben, wo hier vorne jemand auf der Bühne steht und Dinge erzählt und im Publikum Menschen sitzen, die sich das anhören. Genauer gesagt beschäftigt sich diese Studie mit euch. Und die prognostiziert bei euch in den nächsten knapp 17, 18 Minuten, wo ich darüber spreche, warum Ideen die Währung der Zukunft sind, folgendes Verhalten. Gut 50% von euch werden meinen Ausführungen zum Thema gleich folgen. Die anderen 50% werden sich laut dieser Studie in irgendwelchen Tagträumen verlieren. Aber für diese Tagträume habe ich gleich zu Beginn 2 richtig gute Nachrichten. Erste richtig gute Nachricht, und das ist wissenschaftlich nachgewiesen, Momente des Tagträumens sind sehr häufig Momente außergewöhnlich großer Kreativität. Ist kein Witz. Das Problem ist nur, dass das in der deutschen Unternehmerlandschaft nicht sonderlich populär ist. Ja, wenn ihr da so sitzt, Ellenbogen auf dem Schreibtisch, Kinn auf die Handinnenfläche gestützt, ihr guckt so aus dem Fenster, Augen leicht weggetreten, Mund halb offen und ihr macht das mal so 10 Minuten, Viertelstündchen, dann kann das schon mal sein, dass ein Kollege um die Ecke kommt und sagt, jupp, was machst du denn da die ganze Zeit? Aber wenn ihr dann antwortet, ich halte meinen Geist unbesetzt für all die großartigen Ideen, die da draußen herumschwirren, dann ist das mal zumindest ungewöhnlich und vielleicht habt ihr auch mal ein Gespräch. Was aber total spannend ist, ist das mentale Konzept, was dahinter steckt. Es ist nämlich eins von 3 mentalen Konzepten, die für über 80% der Ideen in Organisationen verantwortlich sind. Und darüber wollen wir heute sprechen. Aber ich habe gesagt, 2 richtig gute Nachrichten. Und die zweite richtig gute Nachricht ist, dass wiederum bei 50% der Tagträumer, egal ob Männlein oder Weiblein, diese Tagträume erotischer Natur sein werden. Und denen wünsche ich jetzt schon mal richtig viel Spaß. Alle anderen möchte ich gerne mitnehmen auf eine kleine Reise in die Welt der Kreativität. Mich hat die Kreativität schon immer fasziniert. Nicht unbedingt so, wie ich es heute betreibe. Ich wollte es erst handwerklich machen. Ich wollte mal Schreiner werden. Ich habe das auch insofern vorangetrieben, als dass ich mal ein 3-wöchiges Praktikum in der Schreinerei gemacht habe. Damals zwischen dem schriftlichen und dem mündlichen Abitur. Und dann habe ich nach den 3 Wochen den Meister gefragt, um was sagst du, kann das was werden mit dem Gewerk und mir? Und was er mir damals mit auf den Weg gegeben hat, das habe ich bis heute nicht vergessen. Und da ich hier gerade nicht eine Schrankwand aufbaue, ahnt ihr vielleicht schon, in was für eine Richtung das ging. Da hat er zu mir gesagt, Nico, wenn du mit anfasst, ist es, als wenn 2 Leute loslassen. Und das war dann so der Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, ich mache was anderes. Mich hat das Thema Kreativität aber nicht losgelassen. Warum? Weil ich der festen Überzeugung bin, in einer Zeit, wo künstliche Intelligenz und Algorithmen unser Leben massiv beeinflussen, teilweise auch besser machen, müssen wir Menschen uns auf das besinnen, was uns Technologie auf absehbare Zeit nicht abnehmen kann. Und das ist die Möglichkeit und die Fähigkeit, quer zu denken, neu zu denken, Empathie. Weil am Ende des Tages geht es immer um eine Frage und dafür habe ich euch was mitgebracht. Das ist, ich glaube, relativ offensichtlich ein Joghurtbecher. Und hat irgendeiner eine Idee hier im Raum, was, wenn man Studien glauben darf, dieser Joghurtbecher mit ungefähr 80% der Geschäftsmodelle, die wir
heute am Markt haben, gemeinsam hat? Irgendeine eine Idee? Bitte? Der es in 12 Jahren nicht mehr gibt, genau. Also er hat ein Ablaufdatum, tatsächlich. Und dieser Joghurtbecher hat sogar noch einen Vorteil. Dessen Ablaufdatum steht obendrauf. Der hat aber auch einen riesen Nachteil. Sein Ablaufdatum wird garantiert kommen. Wir als Organisation haben die Möglichkeit, unser Ablaufdatum immer weiter in die Zukunft fortzuschreiben, wenn wir uns immer wieder eine Frage stellen. Wie bleibe ich wertvoll für den Markt? Wertvoll für bestehende neue Mitarbeiter, wertvoll für bestehende neue Kunden, wertvoll für meine Organisation. Und genau diese Frage hat sich vor einiger Zeit mal ein kleiner Blumenladen in der Nähe von Frankfurt gestellt. Da hat das Inhaber-Ehepaar da gesessen, hat sich überlegt, wie können wir unser Geschäft zukunftsfähig gestalten, ohne dass wir unser Produktportfolio verändern. Das heißt, wir wollen weiterhin Blumen verkaufen. Also was haben die gemacht? Die haben sich mal eine Zeit lang über ein paar Wochen angeschaut, wie die Menschen, die in den Laden kommen, Blumen kaufen. Und dann haben die festgestellt, dass es offensichtlich einen grundlegenden Unterschied gibt zwischen der Art, wie Männer Blumen kaufen und der Art, wie Frauen Blumen kaufen. Bei den Frauen läuft das Stereotyp in etwa so ab, die kommen in den Laden und sagen, ich hätte gerne eine Gerbera, darum etwas Grünschnitt, etwas Schlehenkraut, das Ganze packen Sie mir bitte schön in Folie ein. Wie kaufen Männer Blumen? Irgendeine Idee? Genau, die kommen da rein und sagen, ich brauche einen Strauß für 20 Euro. Und seit die das erkannt haben, machen die Folgendes. Sie sammeln von jedem männlichen Besucher in dem Laden die Visitenkarte ein und notieren alle wichtigen Daten. Kennenlerntag, Hochzeitstag, Geburtstag der Frau. Und dann machen die Folgendes. 3 Tage vor Termin rufen die bei mir an und sagen, Herr Gundlach, in 3 Tagen ist es wieder soweit. Hochzeitstag. Wie viel wollen Sie denn ausgeben? Und sollen wir Ihnen den Strauß zuschicken? Wollen Sie ihn abholen? Sollen wir der Gattin direkt zukommen lassen? Warum erzähle ich das? Zum einen ist es natürlich ein ganz, ganz typisches Beispiel dafür, wie heute neue Dinge entstehen, weil die meisten Neuschöpfungen sind ja keine völligen Neuschöpfungen, die es noch nie gegeben hat in der Historie, sondern sind Kombinationen von Dingen, die schon existieren. Customer Relationship Management, das männliche Gedächtnis und Blumen zu einem neuen Service verbunden. Aber viel spannender ist noch, wenn wir uns über Zukunft unterhalten, ist, dass dieses Inhaber-Ehepaar instinktiv eine der 3 möglichen Positionierungsstrategien gewählt hat, die wir heute nur noch besetzen können, wenn wir in Zukunft erfolgreich sein wollen, wenn wir in Zukunft noch zum Zug kommen wollen. Und Dimension Nummer 1, wenn wir über zukunftsfähige Positionierung sprechen, ist die Zeit. Und die hat 2 Ausprägungen, wie bei unserem Blumenladen, die hat Ausprägung Nummer 1, ich kann der Erste sein. Der Erste in meiner Organisation, der Erste in meinem Marktgebiet. Wenn ich irgendwas habe, ein Angebot, einen Service, eine Technologie, wo ich der Erste bin, die kein anderer hat, dann steht auch meine Positionierungsstrategie. Und gerade diese Strategie, die kann man jetzt natürlich super adaptieren. Das ist unser Blumenladen in Frankfurt. Diese Strategie kann jetzt der nächste Blumenladen in München, in Kiel für sich umsetzen. Wenn wir sagen, boah, Erster ist schwierig, dann gibt es noch eine 2. Dimension und das ist die Geschwindigkeit, die Schnelligkeit. Ich habe neulich vor ungefähr 2500 Zahnärzten gesprochen und dann habe ich die Frage gestellt, was glaubt ihr, wird unsere Welt da draußen eher ruhiger, entspannter und wir sind alle gechillter? Oder wird alles unruhiger, unsicherer und wir hassen es zu warten? 100% der Hände gingen bei der 2. Frage hoch. Und dann habe ich gefragt, okay, Reality Check. Wir halten fest, wir Menschen hassen es zu warten. 2500 Zahnärzte. Wie viele von euch, habe ich gefragt, haben in ihrer Praxis einen Raum, der genau zu diesem Zweck gebaut wurde und vielleicht sogar noch so heißt? Wartezimmer. Da gingen bei 90% der Menschen im Saal die Hände hoch. Da habe ich gedacht, denken wir mal drüber nach. Habe aber auch die gefragt, was haben denn die gemacht, die sich jetzt nicht gemeldet haben? Und einer hat gesagt, ich habe mein Terminmanagement mittlerweile so im Griff, ich konnte mein Wartezimmer auflösen, das ist jetzt ein Behandlungszimmer, ich kann die immer direkt durchschicken. Ein anderer hat gesagt, so weit bin ich noch nicht. Ich habe aber einfach dafür gesorgt, dass sich Warten nicht wie Warten anfühlt. Mein Wartezimmer ist jetzt ein begehbarer Backenzahn. Da können die Kinder Karies und Baktus klöppeln und die Erwachsenen hören Chill-Out-Music und können Filme gucken. Hat das was mit Digitalisierung und künstlicher Intelligenz zu tun? Überhaupt nicht, sondern sich ernsthaft mit seinen Kunden auseinanderzusetzen. Dann haben wir heute schon bei Hermann Scherer gehört, dann gibt es noch eine weitere Dimension, das ist die Güte, die Qualität meiner Leistung. Das heißt, ich kann immer noch mit dem, was ich anbiete, kann ich immer noch der Beste sein. Die Schwierigkeit ist halt nur, kann der Markt überhaupt beurteilen, dass ich der Beste bin?
Das ist das, was wir den Lehrereffekt nennen. Wir haben früher die Lehrer in der Schule beurteilt, haben gesagt, ist ein guter oder ein schlechter Lehrer. Nur woran haben wir das festgemacht? In der Regel nicht an der fachlichen Kompetenz. Dass der das kann, wovon der redet, davon gehen wir aus. Den Unterschied haben wir an der Stelle gemacht, wie hat er oder sie es geschafft, mich für seine Inhalte zu begeistern. Wenn ich zu einem Optiker gehe, gehe ich davon aus, dass der das kann. Kompetenz ist heute nur noch in den seltensten Fällen ein wirkliches Differenzierungsmerkmal. Und wenn wir sagen, Zeit, bester Güte, dann haben wir noch eine Möglichkeit und das kann jeder, dann kann ich unverwechselbar sein. Also Dinge anders machen. Und wenn wir über anders machen sprechen, dann gibt es nur drei Dimensionen oder drei Kategorien, in denen wir denken dürfen. Das allererste, wenn wir darüber denken, wie können wir Dinge anders machen, das sind die sogenannten Bestrafungsfaktoren. Bestrafungsfaktoren sind die Dinge, die Kunden sowieso von mir erwarten, die mir nur negativ auf die Füße fallen können, wenn ich sie nicht erfülle. Also beispielsweise wie Pünktlichkeit, Freundlichkeit, Kompetenz. In unserer Zahnarztpraxis wäre das, ich habe irgendwann nachmittags einen Termin, 15 Uhr und ich komme auch irgendwann an dem Nachmittag dran. Dann werde ich nicht rumlaufen, werde irgendjemandem erzählen, stell dir mal vor, ich hatte einen Termin in der Zahnarztpraxis und ich bin auch wirklich dran gekommen. Wenn die mich aber vergessen im Wartezimmer, dann werde ich das Studien zufolge mindestens 17 anderen Menschen erzählen. Dann gibt es die sogenannten Belohnungsfaktoren. Belohnungsfaktoren sind die Dinge, die ja schon über das erwartete Maß hinausgehen. Sind wir wieder bei unserem Termin in der Zahnarztpraxis. Ich habe um 15 Uhr meinen Termin und ich komme auch irgendwann zwischen 15 Uhr und 15.10 Uhr dran. Dann kann das schon sein, dass ich rumlaufe und anderen davon erzähle. Stell dir mal vor, ich habe da einen Arzt, da warte ich nie länger als 10 Minuten. Das ist ein Riesenasset. Und dann haben wir noch eine Kategorie oben drüber und das sind die sogenannten Begeisterungsfaktoren. Das sind die Dinge, die weit über das erwartete Maß hinausgehen, die mich überraschen, von denen ich allen anderen erzähle. Stellen wir uns vor, ich habe da um 15 Uhr den Termin. Wir lassen die DSGVO außen vor. Ich komme da in die Praxis rein, vorne hängt ein Riesenbild von mir im Eingangsbereich und da oben drüber steht, lieber Herr Gundlach, das gesamte Team der Zahnarztpraxis Kalupke freut sich mit Ihnen auf Ihre Wurzelbehandlung. Beispielsweise. Nur eins müssen wir uns immer klar machen, diese Dinge, die können wir uns alle ausdenken, nur jeder Begeisterungsfaktor wird spätestens bei der nächsten Wurzelbehandlung zum Belohnungsfaktor. Und jetzt ist die Frage, warum fällt uns das häufig so schwer, auf diese Ideen zu kommen, weil die haben wir alle in den Köpfen. 80% der Lösungen, die wir für unsere eigene Zukunftsfähigkeit brauchen, haben wir schon in unseren Köpfen. Wir haben nur verlernt, das Ganze zu sehen. Wir rennen von Meeting zu Meeting, von Termin zu Termin. Und es gibt eben drei mentale Konzepte, die dafür sorgen, dass uns das wieder einfällt. Und das erste mentale Konzept ist die sogenannte Gedankenstreuung. Hinter der Idee der Gedankenstreuung, wenn man Menschen fragt, wann und wo, in welchen Situationen, in welchen Momenten habt ihr eure besten Einfälle, was nennen die meisten? Auto, Zug, Dusche, Bad, WC, beim Joggen, beim Sport, in der Natur. Nur 15% sagen während der Arbeitszeit. Dahinter steckt der Effekt der Neuromodulation und der Ganze beschreibt ein Phänomen. Und das müssen wir uns klar machen. Wir Menschen sind nicht in der Lage, genau und konzentriert auf der einen Seite und kreativ auf der anderen Seite gleichzeitig zu arbeiten. Das funktioniert nicht. Das können wir uns ungefähr so vorstellen, wenn wir uns unseren Kopf wie so eine große Bibliothek vorstellen. Jeder von uns hat eine Taschenlampe da oben im Kopf. Bei dem einen ist sie ein bisschen heller als bei dem anderen, aber jeder hat diese Taschenlampe. Und in dem Moment, wo ich konzentriert arbeite, mache ich den Strahl dieser Taschenlampe richtig, richtig eng. Ich will das, was ich da unten sehe, bis ins TZ verstehen. Ich will alles durchdringen. Ich habe keinen Blick für das, was links oder rechts ist. In dem Moment, wo ich in den Entspannungsmodus gehe, wo ich mich zurücklehne, weil ich jogge, weil ich Auto fahre, weil ich im Bett liege, dann geht diese Taschenlampe hoch. Der Schein wird etwas breiter. Ich kann nicht mehr alles so genau erkennen. Ich kann aber einen viel, viel größeren Raum in meinem Kopf ausleuchten und kann jetzt Dinge plötzlich zusammenbringen, die an ganz anderen Stellen in meinem Kopf abgelegt sind.
Customer Relationship Management, Bloom und die männliche DNA. Wenn wir also schnell auf eine Idee kommen wollen, dann kann es durchaus mal schlau sein, dass wir uns entspannen. Das ist allerdings in unserer aktuellen Unternehmerlandschaft ein richtiges kulturelles Problem, weil wer ein Nickerchen macht, wer eine Runde um den Block geht, der arbeitet ja nicht wirklich, ist aber ein riesen Kreativitätstreiber. Dann haben wir noch ein zweites Konzept und da habe ich eine kleine Übung für euch, mitgebracht. Ja. Die Firma Colgate ist, glaube ich, jedem bekannt, ne? Zähneputzen. Ich zeige euch mal drei Motive aus einer aktuellen Colgate-Kampagne. Schaut euch die mal kurz an. Ist irgendjemandem was aufgefallen? Dreck zwischen den Zähnen, wer hat den Dreck zwischen den Zähnen gesehen? Ah, fast alle. Sonst noch jemandem irgendwas aufgefallen? Es war immer der Mann. Wer hat gesehen, dass es immer der Mann war? Dankeschön. Hat irgendeiner gesehen, dass der kein Ohr hatte? Auch noch relativ schwierig, das kann man übersehen. Hat irgendeiner gesehen, dass da eine Hand ist, die da nicht hingehört? Und ich war in den Naturwissenschaften nie so stark, aber da ist meiner Ansicht nach ein Finger zu viel. Was ist passiert? Ich habe zum einen gesagt, im Marketing nennen wir das Priming, Colgate, Zähneputzen, das kennen wir alle, aber Paul Watzlawick hat das mal so schön mit folgendem Zitat umschrieben. Wenn ich als Werkzeug nur einen Hammer habe, dann sehe ich in jedem Problem einen Nagel. Der erste Fehler in diesem Bild, der Dreck zwischen den Zähnen, war so offensichtlich, dass wir unseren gesamten Blick für alles, was links und rechts war, verloren haben. Und genauso ist das häufig in Organisationen, wenn wir über Zukunft nachdenken. Wir wollen all die Dinge, die auf uns zukommen, wollen wir mit unserer Fachkompetenz, unserer Erfahrung, unserem Know-how lösen. Damit kommen wir auch ganz, ganz weit. Wenn wir aber auf außergewöhnliche Ideen kommen, dann brauchen wir neue Perspektiven. Und dazu ist es wichtig, dass wir unsere Gedanken öffentlich machen. Ein Großteil der Ideenmanagement oder Ideen- oder KVP-Prozesse, Innovationsprozesse in Organisationen scheitern daran, dass es irgendwelche E-Mail-Adressen, irgendwelche Briefkästen gibt, wo ich meine Gedanken hinschreiben kann. Das ist schon mal cool, wenn eine Organisation das macht, weil sie zeigt, hey, ich will, dass ihr kreativ denkt. Das hat aber einen riesen Nachteil. Kein anderer kann meine Gedanken sehen und wahrnehmen und kann sich zu neuen Ideen inspirieren lassen, kann sie größer machen, kann sie spannender machen, kann sie witziger machen. Und wir kennen alle den Effekt, Ideen vermehrt man am besten, indem man sie teilt. Weil, ganz, ganz wichtig, wir müssen unsere Gedanken öffentlich machen, weil ein Großteil der Kreativmeetings scheitert an der sogenannten 36-Stunden-Regel. Wenn wir in ein Kreativmeeting, in ein Brainstorming einsteigen, dann müssen alle Teilnehmer, die in diesem Meeting sind, die Frage stellen, mindestens 36 Stunden vorher kennen. Warum ist das so? Der eine oder andere von Ihnen hat sich vielleicht schon mal ein Auto gekauft. Und wir kennen den Effekt, wir wälzen Kataloge, gucken Internetseiten, fahren irgendwas Probe und irgendwann ist es soweit, wir haben uns für ein Modell entschieden. Und spätestens jetzt haben wir das Gefühl, die ganze Welt fährt nur noch diese Karre. An jeder Ampel, auf jedem Parkplatz sehen wir dieses Modellchen. Und genauso ist das, wenn wir wissen, dass eine Idee, ein Gedanke, eine Herausforderung im Raum steht, dann kann sich unser Gehirn gar nicht dagegen wehren. Da müssen wir darüber denken. Sorgen Sie dafür, dass in Ihrer Organisation es Orte gibt, wo Ideen öffentlich gemacht werden. Bei uns ist das in der Cafeteria, direkt neben der Kaffeemaschine, gibt es eine große Tafel. Und dann haben wir noch das letzte mentale Konzept. Da habe ich noch eine symbolische Übung, die ich euch mitgebracht habe. Ich habe irgendwo auf dieser Fläche für euch einen Schatz vergraben. Und ich würde euch mal bitten, mit dem Zeigefinger der rechten oder linken Hand auf die Stelle der Fläche zu zeigen, wo ihr persönlich anfangen würdet, nach dem Schatz zu graben. Einfach mal so drauf zeigen. Ich brauche alle Finger, weil ich brauche den Effekt. Wo würdet ihr anfangen zu graben? Jawohl, sehr schön. Okay, wie viele von euch haben auf irgendwie eine dieser Diagonalen gezeigt? Oben links, in der Mitte, irgendwie so mal Hände hoch? Ja, 80-90%. Ich sage, das ist eher eine symbolische Übung. Wir gehen immer sehr logisch an die Themen ran. Wir schreiben von oben links nach unten rechts. Wir wissen, in der Mitte haben wir meistens die höchste Trefferwahrscheinlichkeit. Das ist aber das, was wir die eingetretenen Denkpfade nennen. Und das, was wir brauchen, wenn wir wirklich auf neue, spannende Ideen kommen wollen, wir müssen diese eingetretenen Denkpfade verlassen. Da ist eine Sache ganz wichtig und das ist Kreativitätskiller Nummer 1 in jeder Organisation.
Und ich habe da mal so eine Frage gestellt, in ungefähr so einem Plenum wie hier: Was ist denn, wenn ihr die Wege, die ihr immer schon gegangen seid, verlasst und euch links und rechts wie diesen Weg ins Unterholz schlagt? Und ich wollte eigentlich darauf hinaus, dass irgendeiner sagt: Ah ja, dann entdecke ich eine Pflanze oder ein Tier, das ich noch nicht kenne, was für mich neu ist. Wissen Sie, was da einer sagt? Dann trete ich wahrscheinlich in so einen dicken, fetten Haufen. Und natürlich, da hat er gar nicht so Unrecht. Fehlerkultur ist Kreativitätskiller Nummer 1 in jeder Organisation. Was ist denn in meinem Unternehmen, wenn ich neue Dinge ausprobiere, wenn ich neue Wege gehe, wenn ich etwas versuche, was vor mir noch keiner versucht hat, und das geht schief? Muss ich damit Sanktionen rechnen? Verliere ich da meinen Job? Oder ist das eventuell Teil des Plans? Und das hängt ganz intensiv mit dem letzten mentalen Konzept zusammen. Und die Wissenschaft hat lange darüber gestritten, ob wir Menschen in der Lage sind, unsere eigene Kreativität zu steigern oder ob wir nur begünstigende Rahmenfaktoren schaffen können. Und es hat vor 2 Jahren in den Niederlanden einen sehr aufsehenerregenden Versuch gegeben. Und das ist der sogenannte Schemata-Verstoß, die Gedankenstörung. Sie haben mit Sicherheit alle schon mal gehört, dass wir Menschen über den Autopiloten funktionieren. Das heißt, wenn wir in bestimmte Situationen kommen, da denken wir gar nicht mehr drüber nach. Wenn wir eine Cafeteria betreten, dann wissen wir holen uns das Tablett, wir gehen an die Essensausgabe, bezahlen das ganze Essen, stellen das Ganze wieder zurück. Wir denken da nicht mehr drüber nach. Und unsere Kreativität steigert sich immer dann, wenn unser Autopilot losgegangen ist und wir vor eine Situation gestellt werden, für die wir kein fertiges Lösungskonzept im Kopf haben. Wenn wir uns irritieren lassen, wenn wir bewusst Störungen in unser Leben kreieren, weil deswegen gelten Kinder auch als so besonders kreativ. Die gehen ja immer mit einer Erwartungshaltung auf die Welt los und werden irgendwann widerlegt. Und das ist das eine sensationelle Übung, die ich Ihnen gern zum Abschluss mit ans Herz legen möchte. Das ist die sogenannte 365-Tages-Challenge. Ich mache die mittlerweile seit über 2 Jahren und ihr werdet im ersten Monat nichts merken, nichts im zweiten, nichts im dritten, aber ab dem 4., 5., 6. Monat werdet ihr merken, wenn ihr vor Herausforderungen gestellt werdet, ihr werdet größer denken, bunter denken, ihr werdet aus verschiedenen Perspektiven auf dieses Problem heranfliegen. Und die 365-Tages-Challenge heißt nichts anderes als: Mach jeden Tag in deinem Leben, idealerweise morgens, eine Sache, die du so in deinem ganzen Leben zuvor noch nie gemacht hast. Ihr glaubt gar nicht, auf wie viele unterschiedliche Art und Weisen man sich die Zähne putzen kann, aus dem Bett aufstehen kann, die Spülmaschine ein- und ausräumen kann. Und das funktioniert wirklich. Und Eckhard von Hirschhausen hat das mal so schön gesagt. Er hat gesagt, er lädt uns ein, immer wieder neue Dinge auszuprobieren. Weil er sagt, das verlängert auch tatsächlich unser Leben. Natürlich nicht real, sondern gefühlt. Wir alle kennen das. Ein freies Wochenende nur auf der Couch, zack, ist wieder Montag. An dem Wochenende richtig was unternommen, haben wir das Gefühl, wir waren eine Woche weg. Und er sagt, wenn wir am Ende des Tages, so sagt die Legende, vor unserem Schöpfer stehen und der Film des Lebens nochmal vor unseren Augen vorbeizieht, dann wollen wir uns ja auch kein zweites Mal langweilen. In diesem Sinne, ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie mir so spät noch eure Aufmerksamkeit geschenkt haben. Ganz herzlichen Dank. Applaus